Und willkommen zurück bei Let's Play Gothic 3. Ja, wir sind auf der Suche nach Nordmarer Nebelgeist, einer speziellen Schnapssorte für den Mojok. Schnaps Mojok, genau. Eine Flasche haben wir schon von Mitch bekommen. Und jetzt müssen wir Tippler, den alten Brenner, aufsuchen. Der sich wohl irgendwo südlich von hier befindet. Süden müsste dort sein. Aber ich kann mich erinnern, dass hier oben irgendwo eine Hütte war. Ich weiß aber nicht, ob die von Tippler ist oder von irgendjemand anderem. Da hinten nämlich. Komm her! Oder? Da ist nämlich eine Hütte. Und ein Troll. Das sind die drei Trolle. Stimmt, das wollten wir ja probieren. Mit Mitch. Stimmt ja. Fast vergessen, das machen wir auch. Komm, lass uns zusammen die Trolle töten. Lass uns zusammen die Trolle töten. Das wird ziemlich übel. Glaub mir, ich hab die Viecher gesehen. Überleg dir das gut. Komm schon! Lass uns Trolle jagen. Gut, probieren wir's. Ich bringe dich hin. Okay. Trolljagd mit Mitch. Ich bin gespannt. Ob das was wird, ich glaube ja eher nicht, aber wir können's ja mal versuchen. Da kommt schon der Erste und schon sind wir gleich tot. So, wir packen uns den einen. Mitch den anderen. Einen haben wir. Packen wir uns den. Mitch lenkt den zweiten ab. Oh, wir müssen aufpassen. Jawohl, und der Letzte. Komm schon. Mitch darf nicht sterben. Wir haben es echt gepackt. Wir haben das echt gepackt. Super krass. Wir haben es echt geschafft. Und jetzt werden wir von einem kleinen Scavenger getötet. Dich wird niemand vermissen. Ach, wie krass. Na komm. Nehmen wir ihn mal die Felle ab. 300. Die Trolle sind tot. Was jetzt? Das wird bei den Orks mächtig Eindruck machen. Ich werde auf jeden Fall erstmal wieder in die Burg gehen. Und wir werden uns erstmal heilen gleich. Wie cool. Wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Ja komm, ich habe gerade mit dir hier drei Trolle getötet. Als ob du mir nicht vertrauen könntest. Und wir haben wieder die Ausdauerseuche. Aber wir haben... Genau. Jupp. Ha. Schon sind wir geheilt. Und können jetzt in aller Ruhe den Tippler suchen. Ist er das? Das müsste er sein, ne? Aber es ist doch nicht... An sich ist das nicht südlich. Naja. Er ist es. So. Hast dich wohl verlaufen, was? Wie kommst du darauf? Bist dir ziemlich abseits von den Wegen und wie ein entlaufener Sklave siehst du nicht aus. Ich bin Tippler. Ich wohne hier. Grüß dich. Was machst du hier draußen? Was machst du hier draußen? Eigentlich bin ich Jäger, aber die meiste Zeit verwende ich darauf, meine morsche Hütte zu flicken. Wenn's dann doch mal langweilig ist, genieße ich meinen selbstgebrannten Schnaps. Willst du mal kosten? Ja klar, her damit. Gib her. Hier, nimm, aber sei vorsichtig. Das Zeug brennt wie ein Snapperfurz. Na dann, Prost! Ich brauche im Übrigen Schnaps. Ich brauche Schnaps. Ich brenne den besten Schnaps der ganzen Gegend. Der brennt dir deinen Verstand raus. Wenn du willst, verkaufe ich dir ein paar Flaschen. Aber ich brauche nicht irgendeinen Schnaps. Ich brauche Nordmarer Nebelgeist.
Ich brauche Nordmarer Nebelgeist. Ein wahrer Kenner. Ich habe selbst nur noch eine Flasche. Den Rest habe ich verkauft. Kannst du neuen brennen? Natürlich, aber ich habe die Zutaten nicht. Warte mal. Zeig mir deine Ware. Was? Rezept scharfer Pfeil, aha. Ach, jetzt müssen wir dem echt... Ach, Mann. Ich bringe dir die Zutaten. Gut, hier ist eine Liste. Wenn du mir alles bringst, was auf der Liste steht, kriegst du meinen Schnaps. So, warte mal. Wir müssen Zutaten suchen. Wo war das? Magie der Herrscher, bla bla bla. Bücher und Briefe. Heilpflanze, Schnapsbeere und Flaschen. Wir haben die Flaschen nämlich alle verkauft. Fläschchen. Warte mal. Wir müssten doch mit Sicherheit irgendwo hier Flaschen kaufen können. Das muss doch möglich sein. Der Flint hat bestimmt welche. Ich hoffe es, dass er welche hat. Komm schon, Flint, enttäusch mich nicht. Klar, ist zwar nicht mehr viel da, aber es sollte reichen, um dir den Staub aus der Kehle zu spülen. Ach so, ja komm. Gehen dir die Vorräte aus? Das kannst du wissen. Die Orks saufen mehr als die Jäger. Übrigens, wenn du die hinhauen willst, oben ist genug Platz. Aber lass die Finger von den Sachen der anderen Gäste. Ah, das führt uns zu Ali wahrscheinlich wieder, hm? Na gut, Schnaps haben wir jetzt genug gesoffen, denke ich. Welche Gäste hast du noch? Die ganzen Söldner und diesen Ali. Er kommt aus der Wüste und versucht ebenfalls in die Burg reinzukommen. Jeden Abend rennt er rum und redet mit den Orks. Aber mit Reden ist bei den Orks noch niemand weit gekommen. Das wird er auch noch merken. So, aber der Flint kann gar nicht mit uns handeln, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Schinken, bla bla bla. Aber ich kann dir ja auch nicht einfach hier klauen, wenn ich eine sehe. Oh Mann, jetzt scheitert's an so einer blöden Flasche. Wasser, Schnaps, toll. Flasche! Yippie! Noch irgendwas zum Verkaufen? Wegen der Ausdauer? Tja, da haben wir ein mächtiges Problem. Tja, da haben wir ein richtiges Problem. So, und jetzt, wir fragen ihn auch nochmal. Ich brauche Schnaps. Nordmarer Nebelgeist. Geh zu Flint. Er ist der Wirt. Ich habe keinen Schnaps. Das hatten wir schon. Okay. Aber jetzt haben wir alles. Und können uns ein Fläschchen brauen lassen. Oder vielmehr, er kann sich einen neuen brauen und uns seine letzte Flasche geben. Lalalala, Schnapsbeere. So. Mein lieber Tippler, hier sind schon mal ein paar Pflanzen. Hier sind schon mal ein paar Pflanzen. Gib her, die sehen gut aus. Und was? Gut, gib her deinen Schnaps. Gut, gib her deinen Schnaps. Sehr gut. Mit dem Zeug kann ich gleich einen ganzen Kessel Schnaps ansetzen. Also, wir sind im Geschäft. Hier ist dein Schnaps. Hey, warte mal. Ach, er hat uns... Ach so, wir können ihn jetzt selber brauen, okay. Wir können ihn selbst herstellen. Aber wo
ist denn dem seine Liste? Warte mal. Mitch, Flynn, okay, war da nicht mehr dabei. Na. War da nicht mehr dabei. Schnapsbrenn mit Tippler. Okay, bitte. Hat uns eine Liste gegeben, aber wo ist die? Die hier auch nicht mehr drin? Naja, egal. Wir haben es geschafft. Darum geht's. Und jetzt können wir Mojok seinen guten Schnaps geben. Wo laufe ich hier überhaupt hin? Wo latsche ich hier überhaupt hin? Ach ja. Ich mag die Umgebung. Einfach nur schön hier. Besonders hier dieser kleine See, das lädt echt zum Verweilen ein. Und dank der Mod sieht das Ganze ja auch ein bisschen schicker aus. Und es kommt noch schlimmer. So. Ah, da oben ist er reingegangen jetzt. Ah nein, das machen wir gleich. Machen wir gleich. Erstmal den Schnaps. Und dann kümmern wir uns um das Artefakt von Ali. Blöp, ja doch. Oh, da läuft er wieder so langsam, verdammt. Wie bei DayZ hier. Und ich habe so Bock eigentlich wieder auf DayZ, muss ich sagen. Mal sehen. Ich denke mal, wir werden das irgendwann wieder im Multiplayer spielen. Der Mr. Mandrake und ich. Halt. Halt. Keinen Schritt weiter. Hier ist dein Nebelgeist. Hier ist dein Nebelgeist. Mora, du erstaunst mich. Das war nicht völlig dumm. Geh zu Gnar. Er soll dich in die Burg lassen. Dort sind auch viele durstige Krieger. Siehst du mal. Er ist zufrieden. Und ich glaube, uns fehlt nicht mehr viel. Dann können wir in die Burg. Was war eben 72, glaube ich. Fehlen noch drei Pünktchen. Und für die Quest mit Ali kriegen wir ja bestimmt auch noch mal ein paar Rufpunkte. So, warte mal. Nein. Ja, es fehlen noch ganze drei Punkte. Okay. Du solltest mich besser nicht stören. Du solltest mich besser nicht stören. Nein. Ich werde dich nicht stören. Ich werde mir nur dein Artefakt besorgen. Einige Dinge werden sich niemals. So, welches ist wohl Alis Truhe? Wahrscheinlich diese. Steht sogar dran. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Assassinenschwert, cool. Magisches Erz, Dietrich. Und der Ahnenstein. Wir nehmen alles. Fällt gar nicht auf. So, dieser Ahnenstein wurde von Ali nochmal geklaut. Er gehört zum Grab eines gewissen Einer. So, dann geben wir diesen Stein nochmal an Tom. Kann ich hier? Womit denn? Wir brauchen diese Drumsticks. Ich will hier mal in den, die Trommeln spielen. Warum nicht? Aber hier ist erstmal Alis Artefakt. Hier ist Alis Artefakt. Ich hatte recht. Er hat es gestohlen. Weißt du, was das ist? Ein Ahnenstein aus Nordmar. Du bist ein Mann der Tat. Von mir aus kannst du bei uns mitmachen. Klär den Rest mit Wilson.
Was ist denn ein Ahnenstein? Am besten du erlebst. Was ist ein Ahnenstein? Die Nordmarer platzieren sie vor den Grabhöhlen ihrer Ahnen. Sie sollen die Geister besänftigen. Ali ist nichts weiter als ein elender Grabschänder. So einfach wäre. Na dann, und ich kann den Ahnenstein nach Nordmar bringen. Ich kann den Ahnenstein nach Nordmar bringen. Darüber reden wir, wenn du einer von uns bist. Ja, bin ich doch jetzt. Wo ist der Pass? Oben am Turm. Geh einfach den Weg rauf. Okay, ich muss, glaube ich, mit Wilson reden. Wilson! Tom hat nichts dagegen, wenn ich bei euch mitmache. Tom hat nichts dagegen, wenn ich bei euch mitmache. Gut, dann fehlt dir ja nur noch eines, um ein Jäger zu sein. Eine erfolgreiche Jagd. Auf der anderen Seite des Flusses, beim Friedhof, tauchen immer wieder Lurker auf. Gorok will, dass sie verschwinden. Wir gehen zusammen. Oh, das hatten wir doch schon. Ach so. Geht er? Ja, doch, er geht. So, aber die haben wir schon getötet. Ich weiß nicht, ob da jetzt... Ach doch, okay, es tauchen neue auf. Ich ziehe schon mal meine Armbrust. Und eigentlich kann ich auch schon schießen. Und natürlich nicht treffen. Warte mal, muss ich noch mit ihm quatschen? Was jetzt? Töte die Lurker. Töte die Lurker. Neue Quest. Töte die Lurker. Ja, gut. Es sind ein paar mehr. Und er guckt mir zu, oder was? So, wir greifen erst nur von hier so ein bisschen an und er hilft uns, oder? Ja, er hilft uns. Hui! Mein Gott. Dem hast du es gezeigt. Stirb, Lurker, stirb. Einer noch. Pam. So, den können wir die Klauen wieder abnehmen. Warte. Ach, das ist echt cool mit dem Rechtsklick. Das ist richtig cool. Das ist super. So, Wilson, die Lurker sind tot. Die Lurker sind tot. Gut gemacht. Du gehörst jetzt zu uns. Moyok wird dich nicht aufhalten. Ruf in Faring 92, sehr cool. Zeig. Und jetzt verkaufen wir ihm erstmal hier die Klauen. 12 Stück. Na komm, weg. 360. Und die Trollfelle können wir ja eigentlich auch wegmachen. So. Okay. 29 Lernpunkte wieder. Und ich hätte echt gerne so ein Schmiederezept für eine Erzwaffe oder so. Das wäre cool. Ich habe für Flint den Schnaps rumgetragen. Nordmarer Nebelgeist. Starker Schnaps. Gut. Ich habe die Lurker bekämpft. Diese Viecher sind eine Plage. Nicht so sehr wie Morras, aber lästig. Die Morras. Wir passen auf. So, und jetzt, ja, doch, den Ahnenstein, den bringen wir auf jeden Fall nach Nordmar. Ich bringe den Ahnenstein nach Nordmar. Einverstanden. Hier, pass gut drauf auf. Einige Dinge. Dankeschön. So, und jetzt können wir in die Burg gehen. Als wenn das so einfach wäre. Yippie-ey. Und von dort aus werden wir dann wieder die Revolte starten. Warte mal. Quick Save. So, Gna. Lässt du mich in die Burg? Lässt du mich in die Burg? Du bist stark und hast uns Orks Ehre erwiesen. Du bist kein Rebell. Du darfst in die Burg. Tja, wenn du wüsstest. Halt! Keinen Schritt weiter. Lass mich vorbei. Lass mich vorbei. Du kannst reingehen. Wer bist du, ein Elitekrieger?
Elitekrieger24.de. Such! Okay. Ach, hier oben gibt's noch eine Arena, oder was? Ah, wie cool. Ah, ein Schmied. Irgendwann ist doch das vorbei. Kann der uns vielleicht... Ich will mit dir handeln. Nur Krieger dürfen meine Waffen tragen. Ich bin ein Krieger. Ich bin ein Krieger. Dann beweise es mir. Unten am Berg, bei den Hügeln, gibt es 3 Trolle. Die Trolle sind erledigt. Dann bist du doch ein großer Krieger. Es macht mir Ehre, wenn du meine Waffen trägst. Na, siehst du mal. Welch ein Zufall. Zeig mir deine Ware. Welch ein Zufall. Er hat auch nur was. Toll. Was kann denn schon groß sein? 45.000. Das ist eindeutig zu viel. Warum hat er nur die? Manno. So, warte mal. Kannst du mir was beibringen? Du hast bewiesen, dass du ein großer Krieger bist. Aber das reicht nicht, um ein guter Schmied zu sein. Um den Stahl zu formen, musst du vor allen Dingen stark sein. Siehst du diesen dicken Stein dort hinten? Wenn du ihn hochheben kannst, bist du stark genug. Das ist doch eine unserer leichtesten Übungen. Wo ist der Stein? Hier. Ach. Tukasch. Hör mal auf damit. Leg den mal wieder hin. Jetzt bin ich dran. Ich will. Das ist zu schwer für mich. Was? Wir brauchen mehr Stärke. Ich denke 300. Oder 250. Oh, so ein Mist. So ein Mist. Halt! Keinen Schritt weiter! Was ist denn da? Lass mich vorbei. Du bist kein Freund der Orks. Ich vertraue dir nicht. Oh, okay. Da brauchen wir Rufpunkte bei den Orks. Die wir natürlich nicht so einfach bekommen. Und die wir eigentlich auch nicht haben wollen, denn wir sind ja ein Rebell im Herzen hier. Na gut. Dann würde ich sagen, nächstes Mal gucken wir uns mal hier die Arena an. Und dann, starten wir so langsam aber sicher hier die Revolution. Ich weiß noch nicht so genau, wie wir das machen, aber... wie machen wir das am dürfsten? Na gut, überlegen wir uns nächstes Mal. Bis dann. Ciao.